Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FM13 mit dem Chemnitzer FC. Stehen wir heute vor dem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Aber ganz klar, was hier bei den Spielern im Kopf rumschwirrt, ist natürlich das anstehende Halbfinale im DFB-Pokal. Dort sind wir nämlich in der kommenden Woche zu Gast beim großen Rekordmeister, beim großen deutschen Rekordmeister, dem FC Bayern München. Ja, und heute noch, wie gesagt, den Tabellen 13. zu Gast. FSV Frankfurt an der Gellerstraße an unserer Baustelle. Zuletzt wieder mit einem Sieg 4-1 gegen Union, davor 2-1 gewonnen. Gegen die 60er müsste es gewesen sein, nachdem wir ja zuvor 3 Niederlagen in Folge kassierten. Aber die sind jetzt schon längst vergessen. Die 2 Siege, wir sind wieder zurück in der Spur auf dem besten Wege, unsere 40-Punkte-Marke zu knacken. 39 haben wir jetzt nämlich schon. Also ja, vielleicht schaffen wir heute den direkten Klassenerhalt, dann dürfen wir aber nicht zu lange feiern, dann geht es ja noch ins Pokalspiel gegen die Bayern. Deswegen sage ich mal heute zu unserer Mannschaft, ein Remis schaffen wir mindestens. Anpfiff zur ersten Halbzeit. Der Schiedsrichter pfeift nämlich pünktlich an. Aber schlechte Sicht. Sehr nebelbetontes Spiel heute also. Erste Chance auf Seite der Frankfurter. Kujovic tankt sich durch die Abwehr der Chemnitzer durch und flankt nach innen. Doch der aufmerksame Julian ist vor Kaiser am Ball. Jetzt ist die Chance für Chemnitz, 7. Minute. Patrick Land muss sein ganzes Können beweisen und lenkt eine hohe Flanke von Mauersberger von der rechten Seite über die Latte. Und die Chemnitzer übernehmen das Zepter jetzt hier im Spiel. Chance für den CFC. Push legt schön auf für Fink. Aber der verzieht, da muss der gefährliche Mannschaftskapitän mehr draus machen. Ja, Hinspiel gewannen wir 3-0 und auch schon mal in der ersten Pokalrunde. Trafen wir hier auf die Frankfurter, aber jetzt geht erstmal das 1-0 durch Steffen Prokop. Sein zweiter Saisontreffer vorgelegt von Top-Torjäger Anton Fink. Omari hebt er die Handspiegel im Abseits, Schiedsrichter lässt aber weiterlaufen. Fink ist somit plötzlich frei durch, legt wunderbar quer auf den mitgelaufenen Prokop. Dieser legt sich mal noch ein Stück auf die rechte Seite vor und zieht dann sofort ab. Klant ist unten, aber kann den Ball nur hinterher schauen. Super Tor! Ja, wie gesagt, Pokal haben wir uns hier im Elfmeterschießen durchgesetzt gegen die Frankfurter zu Hause. Im ersten Spiel überhaupt, was wir in der Zweitklassigkeit bestritten haben. Wir wussten noch, wir standen vor der Saison und wussten noch gar nicht, wie wir diese Mannschaft einschätzen müssen, diese Mannschaft von Benno Müllmann. Dann aber der Sieg in der Liga, gab es ein 3-0 in Frankfurt, jetzt das 1-0 hier. Push steht hier kurz vom Platzverweis. Eieiei, Huber mit der schwierigen Entscheidung. Das Knappverrechter gegen Push ein letztes Mal am Abend. Eieiei, ja gut, da müssen wir jetzt ein paar Leute mal zum Aufwärmen schicken. Ja, das kann nicht gehen, Kolja Push, den dürfen wir natürlich nicht verlieren hier zur Pause. Da wird dann natürlich gleich gewechselt werden. Dafür bringen wir Jonas Hector mal wieder in die Partie. Der hat ja lange nicht mehr gespielt. Kommt hier ins defensive Mittelfeld rein. Prokop wird dann in die Zentrale weitergehen. Oder halb rechts mehr. Hector aufgrund seines Linksfußes, seinen starken Linkfuß natürlich dann eher auf die halblinke Position. So, das sieht sehr gut aus, Leute, zur Pause. Dann werden wir unser Abwehrspiel mal loben. Oliver Kirch, Julian und auch Hofstetter natürlich. Und dann ganz vorne Steffen Prokop mit dabei. Fink motivieren wir noch ein bisschen, unseren Kapitän. Alles klar, sagt er. Und dann müssen wir schauen, wie wir noch hier. Ja, ED braucht eine Massage. Wenn wir dann auch frühzeitig auswechseln, dass wir noch die besten Kräfte schonen können fürs Bayern-Spiel. Auf geht's, zweite Halbzeitwechsel. Hector rein für Kolja Push. Der stand hier, wie gesagt, kurz vor der gelb-roten Karte. Das war eine ganz gefährliche Situation. Jetzt 46. Gleich mal die erste große Möglichkeit für Chemnitz. Hofstetter versucht es mit einem Flachschuss auf 23 Meter. Streicht aber knapp neben den linken Pfosten vom Tor vorbei. Schade, schade. Gute Möglichkeit hier gleich mal wieder zum Beginn der zweiten Hälfte. Jetzt treffen die Frankfurter, die treffen gleich mal den Pfosten. Odyssee Roschi versetzt Kirch links im 16er und schießt aus spitzen Winkel, aber knallt in den Außenpfosten. Weiterhin 1-0 für den CFC. So, und jetzt 58 Minuten rum. Ich würde sagen, wir bringen jetzt mal unseren, ja, gescholtenen Torjäger Benjamin Förster mal wieder in die Partie. Für schöne Idee, der soll ja geschont werden, wie gesagt. Und da fällt gleich mal ein Tor. Das 2-0 für uns. Idee mit seiner Auswechslung also leicht. Fink bereitet schon wieder vor. Chemnitz noch 2-0. Prokop schickt mit einem weiten Ball. Anton Fink, der nicht schraffen einrückt und quer auf Idee passt. Der noch einschieben muss. Das ist das 2-0. Sehr schön. Damit kann sich der gute Idee verabschieden. Aus dieser Partie. Förster drin. Und jetzt mal gucken, wem wir gleich noch hier eine Pause gönnen. Oliver Kirch würde ich sogar sagen. Der ist hier gleich eine Pause kriegt. Werden wir auch gleich machen. Oder doch eher Mausberger. Ne, Mausberger, der ist fit. Dennis Epstein kommt jetzt rein für Samuel Kaiser und Kauko für Heidmeier bei den Frankfurtern. 2-0 steht sie mittlerweile, wie gesagt. Chemnitzer lassen hier nichts anbrennen, spielen das Ding sicher runter. Also für Oliver Kirch, der wird geschont fürs Spiel gegen München, kommt Michael Schulze rein. 70 Minuten rum.
Gucken wir auf die Tabelle. Das sind natürlich jetzt der Klassenhalt auf jeden Fall. Rechnerisch, ja, gut, kann man nichts groß zu sagen, rechnerisch. Aber da sollte nichts mehr dran anbrennen. Guter Angriff der Chemnitzer, aber Förster ist da viel zu konzentriert. Sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. Alikiel kommt rein für Kobin. Und rechnen tun wir nachher mal. Da muss ich mich besser drauf konzentrieren. So, Joni Kauki, vorhin gerade eingewechselt worden. Hat sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Muss das Spiel verlassen, damit die Frankfurter jetzt nur noch in Unterzahl. Also unsere Leute werden das hier konzentriert zu Ende spielen. Jetzt nochmal die Frankfurter in der 83. Minute. Ecke von Dennis Epstein. Julian geht entschlossen den Ball entgegen und erreicht diesen vor Alikiel. Per Flugkopf kann er so die Ecke klären. Also ich denke, wie gesagt, hier wird nichts mehr groß anbrennen. Unsere Chemnitzer haben das hier ganz souverän runtergespielt, ohne große Highlights zu setzen. Jetzt nochmal eine Chance, zum einen die Abstellung von Anton Fink. Der wird zurückgegriffen. Hier nochmal eine Chance von Chemnitz, 86. Heubach, was macht der da los? Rückgabe zu Klant, per Kopf ist viel zu kurz. Fink spritzt dazwischen und spitze den Ball knapp neben das Tor. Riesenglück für Frankfurt, dass es hier nicht höher ausgeht. Ich glaube, das hätten sie auch nicht so sehr verdient. Es geht hier ganz in Ordnung, dieses Ergebnis. 2:0 gewinnt Chemnitz gegen Frankfurt. Und ich würde sagen mal, wir haben schon mal unser erstes Saisonziel erreicht, nämlich den Klassenerhalt der zweiten Bundesliga. Ja, Leute, 2:0 Sieg gegen die Frankfurter. Wie gesagt, das ist der Klassenerhalt. Bester Mann heute, Christopher Julien. Hoffentlich wird er mal ein bisschen konstanter. Hat ja noch eine Saison vor uns hier bei uns, hat schon einen Marktwert von knapp 1 Million. Also, die haben sich hier eigentlich richtig gut entwickelt, die Jungs alle. Anton Fink heute mit 2 Torvorlagen mal nicht getroffen. Aber wie gesagt, Torvorlagen sind ja auch super. 19 Tore hat er schon erzielt. Auch Steffen Prokop mit einer Klasseleistung, 2,0. Hat sich da im zentralen Mittelfeld mittlerweile festgespielt nach der Winterpause, nachdem er ja zuvor nur sporadisch, eher von der Bank kam. Jetzt also absoluter Stammspieler, den er sich hier entwickelt hat. Ansonsten, wie gesagt, Hofstetter auch wieder eine gute Figur gemacht hätte in der Innenverteidigung. Auch eher einer unserer Top-Männer. Hector mit einer durchwachsenen Leistung, genauso wie Förster. Ja, der Förster, der kommt nicht mehr richtig in den Tritt. Ich würde sagen, das sieht alles sehr, sehr stark nach Trennung aus zum Saisonende. Sein Vertrag läuft ja, wie gesagt, aus. Ist ja bekannt. Und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Gucken wir auf die Statistiken. Der Sieg war wieder mal verdient. 61% Ballbesitz für unseren CFC. Gucken wir auf die Chancen. 7:1. Na gut, es war doch in der Höhe. Hätte es auch noch höher ausgehen können. Mit, wie gesagt, Kolja Pusch hat mir ein bisschen Glück gehabt, dass er da nicht in Unterzahl geraten vor der Pause. Vor einem Stande von 1:0. Dann wäre es vielleicht nochmal gefährlich geworden. Ansonsten waren es ja 15.500 Zuschauer knapp im Stadion, in der Baustelle, die jetzt zum Saisonende hoffentlich fertig ist. Und dann geht es ja weiter mit der Hintertribüne, mit der Haupttribüne auch noch. Also dann ist der Stadion erst halb fertig. Gucken wir uns mal aber unsere Chancen an. Wir sind die Mannschaft, die, ja, die besten Chancen, also die beste Chance, eine Quote von 0,22. Also pro Chance erzielen wir 0,22 Tore, oder wie ist das gemeint? Jedenfalls sieht das gut aus. Einen Zuschauerschnitt haben wir von 16.868. Das liegt vor allem daran, dass wir ja Anfang der Saison ein bisschen an die 20.000 Zuschauer zusammen hatten da. Ihr kennt ja unsere Stadionsituation. Mölders erzielte beim Auswärtsspiel in Aue 2 Tore. Gucken wir auf die Gesamtergebnisse hier. Greuther Fürth liegt gegen Karlslautern mit 1:3. Köln schlägt Ingolstadt 2:1. Dresden gegen Braunschweig 4:0. Bochum gegen 60 München 0:1. Sandhausen gegen Paderborn 2:2. Bielefeld Aalen 1:1. Aue gegen Augsburg 3:2. Da nutzen die zwei Mölders-Tore also gar nichts. Chemnitz gegen Frankfurt 2:0. Und Heidenheim gegen Union Berlin 0:0. Friedlich Schiedlich, die wollen sich da unten nichts nehmen. Bleibt alles sehr eng zusammen. Und jetzt rechnen wir mal durch. Es sind jetzt noch 8 Spiele. Jawohl, 8 Spiele sind noch. Das heißt, 24 Punkte sind noch zu holen. Also direkt absteigen können wir am 26. Spieltag nicht mehr. Relegation, aber wie gesagt, wir haben die 40 Punkte mal jetzt geknackt. Das ist auf jeden Fall der Klassenerhalt, Leute. Das ist der Klassenerhalt. Und jetzt können wir uns wieder vielleicht ein bisschen nach oben orientieren, mal gucken. Auf jeden Fall wäre natürlich wünschenswert, ein einstelliger Tabellenplatz, vielleicht sogar noch unter die Top 5 zu kommen. Das wäre durchaus noch möglich. Aber auf jeden Fall unter die Top 8 sollten wir uns einreihen können in dieser zweiten Saison. Und wir können ja die Saison noch krönen jetzt mit dem Spiel gegen die Bayern. Mal gucken, was dabei rausspringt, obwohl man da natürlich nicht zu viel erwarten darf. Aber wir haben ja gesehen, es ist alles möglich hier beim FM. Wir sind eine gut integrierte Truppe, sagt Daniel Hofstetter. Und was sagt Trainer Benno Müllmann? Man muss jetzt nicht so viele Worte verlieren. Uns fehlte heute im Angriff die nötige Cleverness. Spieltagsstatistik, da waren 3 Mann in der FDSH. Warum Michael Schulze da drin ist, weiß ich nicht. Der hat keine Note bekommen. Aber für Prokop verdient und auch Julian heute verdient. Klasse. Teamleistung war auch super heute. Gucken wir auf bester Spieler. Wie es gibt hier. Was gibt es da Neues? Fink. Ja, Benjamina verfolgt ihn da noch mit 17 Toren.
Anton Fink, mal gucken, vielleicht hebt er sich eine Tore ja fürs Bayern-Spiel auf, ne? Gehen wir weiter. Interview. Warum sagst Toni Wachsmann kann sich nur auf der Bank? Ein Training aufgedrängt, da muss mehr kommen. Er wurde auch irgendwie, wollte ihn schon. Training aufgedrängt, da muss mehr kommen. Das ist, da passt eigentlich keine Antwort, deswegen will ich es abbrechen. So, und führt seit 9 Spieltagen, seit 5 Spieltagen auf Platz 9. Aber jetzt geht es natürlich ins richtig große Spiel. Erstmal verlängert David Alaba seinen Vertrag bei den Bayern. So, wir drücken mal Stopp. Es geht also in die Allianz Arena, dann geht's nach Köln. 79.000 Zuschauer gegen Pep Guardiolas Truppe. Mannschaft der Woche. Ja, haben wir gesehen. Riskante Ansprache. Erfolgreich. Jungspieler kommt zu uns. Ah, das war doch ein guter, glaube ich, ne? De La Cruz, genau. Oh, ich habe schnell Talent. Jawohl, jawohl. Wir haben mal wieder einen richtig guten Angel hier. Scout-Hinweis. Was gibt's da Schönes? Zwickau. Raptis. Wir sollten ihn beobachten. Ja, ist doch schick. Warum kommen wir nochmal her? Berichtet, dass ein Freund ihm einen Tipp für den Zwickau gegeben hat. Leute, sie sollten ihn beobachten. Ja, ich meine, gescoutet haben wir ihn doch, glaube ich, schon mal. Wir wollten ihm da ein Angebot machen, aber er wollte, glaube ich, nicht, ne? Aber wie stark war er jetzt? Ja, auch nicht schlecht. Bieten wir einfach mal einen Vertrag an, wieder mal. Aktuelle Saison, okay. Zweite Mannschaft. 3 Jahre. Grundgehalt von 27.005. Handgeld kriegt er auch noch von 10. Und so kriegen wir den auch mal ran, hier den Jungen. Ist das nicht so das schönste Angebot, aber okay. So, Gespräche mit Oliver Kirch können wir mal führen. Was hat er für Ziele? Wird Stammspieler erste Mannschaft sein? Gut, das ist er. Könnt ihr eine Pause, bist müde. Kümmere dich mal um Afane, genau, der braucht ein paar Leute, die zu ihm halten, glaube ich. Sogar Buschewski will Stammspieler sein, möchte sich verbessern. Nächstes Mal ein Topfhorn. Bah, gegen Bayern braucht ihr einen Topfhorn, Digga. Meint er, kann ich ständig hier, gut. Kann ich mir ja nicht merken, wen ich schon alles gesagt habe. So, Prokop können wir auch loben. Fürs letzte Spiel. Obwohl, dann sagen wir einfach mal, die Trainingsleistung werden wir dann mal anerkennen hier. So, wen haben wir noch? 5 Gespräche. Da haben wir Mark Hensel, unseren eigentlichen Kapitän. Mannschaftsführung ist einfach klasse. Trotzdem, dass er nicht mehr spielt. Häufig ist er immer da. So, Hector. Ja, gut, da haben wir nichts zu sagen. Afane hat gut trainiert, sagen wir mal. Dass er Moralpunkte dazu gewinnt. Jetzt haben wir noch Toni Wachsmuth. Möchte einen langfristigen Vertrag. Was haben wir ihn? Haben wir eigentlich schon ein Angebot gemacht? Nee, haben wir noch nicht. Langfristigen Vertrag möchte er gerne. Toni Wachsmuth. So. Ziele runterschrauben. Mit dem Training gefordert werden. Nö, ist eigentlich nicht. Doch, ich werde eine Verlängerung anbieten. Das werden wir Ihnen jetzt mal sagen, dass wir Ihnen eine Verlängerung anbieten werden. In Ordnung, ich erwarte ein kürzeres Angebot. Da muss aber auch direkt was kommen. Sonst brauchen wir gar nicht weiterreden. Jetzt sind wir am Zug. Ja, klar. Können wir gleich machen. So, Mausberg können wir auch noch was sagen. Nö, das ist nichts. Riederer. Fink vielleicht noch. Gut trainiert. So, eher mal anerkannt wird nochmal. So, dann werden wir uns gleich mal um Toni Wachsmuth kümmern. Unseren Edelverteidiger, der sich ganz gut entwickelt hat, ja. Momentan ja nicht gerade in Topform ist, aber wir werden seinen Vertrag erstmal verlängern. Mindestens 3 Jahre. Kann er gerne haben, aber dann muss er auch nicht erwarten, dass er immer spielt. Wissen wir eigentlich mal Spiele. Wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Ja, irgendwann wieder spielen. Zukunft des Spielers. Nö. Mittelfristig wird man. Na gut. So ein Alter ist ja auch nicht mehr, wo er sich noch gut entwickeln kann, ne? 3 Jahre, okay, kann er haben. Wie alt ist er jetzt? Ja. Gehaltstechnisch gehen wir doch noch ein bisschen weiter runter. Auf 180.000. Das ist schon eine Erhöhung für ihn. Können wir vielleicht hier noch einen kleinen Auflaufprämie ein bisschen dazugeben. Nicht Abstiegsprämie. Irgendwo auf 2.000 Euro. Und dann unterbreiten wir mal das Angebot, was der gute Toni dazu sagt. Bin ich gespannt. Und dann, ja, geht's ja jetzt ratzfatz auf das Bayern-Spiel zu. Unsere B-Jung gewinnt gegen Lok. Oh. Geht nochmal was? Nochmal kleine Verhandlung. Ja. Gucken wir nochmal hier, was wir hier noch vielleicht geben können. Bei Abstieg dürfte er, ja, für 75% seines Werts wechseln dürfte. Aber ich denke mal, das wird er nicht machen. Angebot unterbreiten. So. Jetzt geht's aber auf jeden Fall die Vorschau fürs Pokal-Halbfinale. Wir gucken uns mal den Weg der Bayern an. In der ersten Runde siegten sie locker und leicht bei Preußen Münster mit 5:0. Dann ging es zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:0 vom Platze. In Lautern schlug man ebenfalls nochmal 4:0 zu. Und auch zu Hause gegen Augsburg im Viertelfinale. Keine Gnade, nochmal 4:0. Also die Bayern demonstrativ richtig stark im DFB-Pokal dieses Jahr. Noch kein einziges Gegentor kassiert. Vielleicht sollte das unser Ziel sein, dass wir jetzt einmal
treffen. Unsere Pokalsaison ist auf jeden Fall jetzt schon hiermit eigentlich das Finale für uns. Alles, was danach kommt, wäre Sensation, wäre unwahrscheinlich. Aber man weiß ja nie, was alles so passieren kann für unsere Chemnitzer. Wir schauen auf unseren Weg. In der ersten Runde, wie gesagt, vorhin schon, gegen den FSV Frankfurt mit 5:4 nach Elfmeterschießen gewonnen. In der zweiten Runde setzen wir uns dann mit 1:0 beim Bundesligisten in Mainz durch. Die große Überraschung. Dann gegen die Bundesliga-Absteiger und Liga-Konkurrenten Braunschweig. 1:0 nach Verlängerung durch ein Traumtor von Benny Förster da. Und dann im Viertelfinale nochmal gegen den Erstligisten. Zu Hause gegen Hannover 96 mit 4:1 geschlagen. Jetzt aber ist ein ganz anderes Pflaster. Jetzt treffen wir auf den großen deutschen Rekordmeister in der riesigen Allianz Arena. Ein Highlight für alle Spieler, die da auf dem Platz stehen bei uns. Ja, das ist ein Unterschied von 150, meine Mannschaftsstärke. Das andere Halbfinale. Borussia Dortmund empfängt den HSV. Topster auf dem Feld ist natürlich Robert Lewandowski. Hier bester Spieler bei unserem Spiel ist Manuel Neuer mit einer Stärke von 88. Hat in dieser Saison 26 Spiele gemacht, eine Torvorlage sogar bereitet. Die Gegentore stehen hier allerdings nicht. Aber auf jeden Fall, das wird jetzt ein Highlight für uns. Ein absolutes Highlight und was wir uns natürlich ansehen werden. Wir schauen auf die Aufstellung, wie wir agieren werden. Wir werden natürlich ein bisschen, einen Tick defensiver agieren. Als zuletzt natürlich Anton Fink vorne wird einzige Spitze sein. Wir werden nämlich ein bisschen defensiver stehen, nämlich mit Marc Hensel. Der wird reinkommen hier für Ronny Gabuszewski. Hensel geht ins defensive Mittelfeld, ED ins linke Mittelfeld diesmal wieder. Und dann spielen wir quasi mit einer Viererreihe im Mittelfeld. Prokop so ein bisschen zurückgezogen im Zentralmittelfeld, noch Push natürlich auch. Und wie gesagt, Anton Fink hier vorne. Haben wir die beiden vielleicht noch ein bisschen offensiver hier, Mauersberger und... So soll die auch schon also aussehen. Kirchner, klar, Julian, Hofstetter, Stavridis, Müller, alles so, wie es war. Wir gehen ins Taktikmodul rein. Einsatz, der geht heute natürlich ganz hoch. Also hier wollen wir natürlich 100% Einsatz sehen. Und wir ziehen uns natürlich zurück. Wir ziehen uns zurück in die eigene Hälfte, greifen jetzt ab der Mittellinie an. Spielen natürlich auf Konter gegen die Bayern. Posch ist der Spielmacher, ganz klar. Zusätzliche Siegprämie werden wir auch noch ausschütten. Nämlich eine Siegprämie von 4.000 Euro wird es geben für die Spieler. Und das ist das wichtigste Spiel des Jahres für uns. Es ist einfach ein ganz großer Hit für uns. Das ist das Saison-Highlight, ganz einfach. Flankenposition halb hoch, genau. Ecken auch so ungefähr, Flankenhöhe, ja. Sehr schön. Anwendung haben wir eigentlich alle drin. Laufwege, die müssen wir noch einstellen. Mauersberger und ED werden sich so krümm. Fink natürlich wird ganz viele Schritte zurück machen müssen. Prokop vorne rein, Push vorne rein. Die werden sich beide da kreuzen. Hensel wird eigentlich gar nicht so in die Offensive stoßen, der wird eher in die Defensive rücken, genauso wie auch Prokop und Push, die müssen da ganz viel Laufarbeit leisten heute. Auch ED muss natürlich mit weit zurück, Mauersberger ja auch, Kirch und Stavridis werden das ganz gut machen. So, wenn wir also auflaufen hier, die Bayern werden sich noch wundern, was hier abgehen wird, hoffentlich. Ansonsten Leute, danke ich mal heute fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zum großen Pokalspiel. Ah, hier haben wir noch einen Scouting-Bericht für den Scherer. Von Aachen, Torwart, 16 Jahre, auch nicht so schlecht. Vertragsverhandlung, lehnt Darmwechsel ab, keine realistischen Chancen, okay. Wir haben Buchner zurück. Gut, Leute, wie gesagt, das danke ich mich dafür bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem großen Spiel in FC Bayern München. Haut rein, ciao, ciao, euer Hansa-Fan.